Heute für euch im Quick Look habe ich aus Suicide Squad die Katana. Das ist hier die normale Figur, keine limitierte oder sonst irgendwas aus der Serie. Die war hier auch mal in einer Abo-Box drin. Und hier seht ihr schon, das wäre eine Riesenserie, die zu sammeln. Ich weiß noch nicht, ob ich da anfange, aber jetzt zur Figur. Wie die Dame aussieht außerhalb der Verpackung, zeige ich euch nach meinem kurzen Intro. Servus YouTube und willkommen zurück bei mir auf den Kanal. Und hier seht ihr sie schon kreisen, die Katana aus Suicide Squad in Popform. Und ich finde sie sehr schön gelungen, auch mit ihren Narben hier im Gesicht. Das kleine Schwert, das sie hier dabei hat. Das ganze Kostüm ist sehr detailreich, muss ich sagen. Auch sehr schön ausgearbeitet. Auch die Bemalung ist ganz okay bei ihr. Und die Dame kommt mit einem Stand, sie fällt nicht immer um, wie manche andere Damen. Und hier haben wir sie mal von Näheren. Hier haben wir ihre ganzen Narben. Die sind auch richtig gemoldet und nicht nur gepaintet. Auch hier dieser Einschnitt ist gemoldet und nicht nur gepaintet. Hier seht ihr das Kostüm. Ich nehme mal, schau mal, dass ich den Stand so. Hier seht ihr, das Kostüm ist auch sehr schön gemacht. Das Licht muss ich etwas nachstellen. So, das Schwert ist zwar etwas gebogen, aber das ist nichts, was man nicht wieder richten kann. Detailreiche Bemalung hier. Man kann der Dame auch wieder den Kopf verdrehen. Auch hinten sehr schön gemacht. Die braunen Stiefel. Hier unten wie immer. Ja, man sieht es jetzt nicht. Sie hat es hier unten nicht. Sie hat den Stempel hier unten am Hals. Ein echter Funko Pop. Dann schauen wir mal, dass wir die Dame da wieder drauf bringen. So. Dann lassen wir sie noch mal einmal rumkreisen, während wir uns verabschieden, da es ja hier ein Quick Look ist und etwas schneller gehen soll. Ihr dürft mir gern eure Kommentare zu der Dame in die Kommentarbox schreiben. Das war jetzt doppelt gemoppelt, merke ich gerade, aber ist egal. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare so rum zu dieser Dame. Ihr dürft auch gerne eure Meinung zum Film da lassen, ist zwar jetzt schon eine Zeit lang her, da ich einiges an Pops da stehen habe, die aus Boxen kommen und so, die ich gekauft habe, und naja, bin ich etwas hinten nach, darum muss ich mich etwas kürzer fassen, beziehungsweise kürzer fassen, darum bin ich etwas hinterher, aber ihr könnt mir trotzdem die Meinung zum Film in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr mir ein Like da lassen. Wenn ihr es noch nicht seid, drückt auf den Abonnier-Button. Und natürlich sage ich wieder mal Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.